So, dann haben wir hier einmal Halloumi im Fladenbrot. Welche Soße? Kräuter, scharf? Kräuter. Ah, mit Kräuter. Okay. Sonst alles? Zwiebeln? Nee. Ohne Zwiebeln, okay. 94 zum Hieressen oder zum Einpacken? Schwierig. Will ich meinen Rucksack damit voll deppen? Ich weiß nicht. Ich würde auf jeden Fall einpacken, glaube ich. Herzlich willkommen zurück zu Backpack Hero. Hero! Fröhliches Halloween, sagt uns das Spiel. Mal gucken, ob sich das jetzt auch im Spiel niederschlägt. Und dass wir erstmal wieder reinkommen müssen, denn es sind ein paar Tage vergangen seit der letzten Session. Machen wir weiter spielen, Ja. ne? Etage. Ja, wir waren das weitest Fortgeschrittene, würde ich sagen. Sie. Wann ist, was ist heute für ein Datum? 21. 6. Boah, wir haben 6 Tage nicht gespielt jetzt. Und ja, das soll eine Entschuldigung sein, falls es jetzt quatschig wird. Also hier waren wir ja aber soweit einverstanden mit allem, glaube ich. Ja. Vorne bei der Schmiede. Das weiß ich nicht mehr. Nee. Wir sind neu rein. Wir sind jetzt in den Swamps. Ah, ja. Ich würde erstmal was Unbekanntes machen. Ja, also. Dreh und guck, was du bekommst. Achso, ich dachte, dreh dich um und guck nicht. Okay, willst du, Danny, ich will, dass du meine Glücksfee bist. Unsere Glücksfee Okay, natürlich. ich Drehen drehe. kostenlos. Oh. Nein, nicht den Klotz! Nicht, nee, nicht den Fluch daneben, ey. Wollen wir nochmal drehen Ja, für für drei drei, Gold? na klar. Gold ist aber super viel wert. Nicht den Klotz schon wieder! Okay. Okay, Ich glaube, das wir ist ein hören auf. Zeichen. Fertig. Fertig. Kein Mensch will den Können wir Klotz. ins Innere, den Kleinen, in den Mini-Rucksack? Da haben wir doch schon so einen Klotz. Aber ich habe gelernt, dass. Nee, doch. Doch. Ah. Ah. Aber ist das ein anderer Klotz? Weil der ist größer? Ja, der macht was Siegelband. anderes. Dieses Item Ah, ist schwer für jeden angrenzende. angrenzen oder die erhält er plus einen Block. Und das ist ein Ziegelstein. Ja, gut, Also kann aber. man sich ein Blockbild Das bauen. ist halt eine Mechanik, glaube ich, die wir erstmal noch nicht, glaube ich, nutzen. Also So, nicht und einfach so. irgendjemand meinte, ich soll mal gucken, ob Saurons Helm Negativeffekt auf was rechts davon hatte. Ah ja, Helme auf der rechten Seite werden deaktiviert. So, nämlich danke für den Hinweis. Das heißt, wir müssen tauschen. Es sei denn, der hatte sowas auch. Helme auf der rechten Seite werden deaktiviert. Shit. Ah, sehr gut, da hat jemand aufgepasst. Ja. Also, da ist Saurons Helm natürlich besser. Oh, warte, geht. Also, ich kann jetzt natürlich nur Du kannst jetzt erst nicht den tauschen, Kampf erstmal es sei denn, du machen. musst organisieren, aber wir können auch erstmal kämpfen. Wir Und kämpfen den organisieren jetzt danach. erstmal. Ich bin voll organisiert. Was macht der denn Er hier? Er heilt mit heilt? 19. Dann mach ihn platt. Heilt Er er heilt mit. sich? Das Oder weiß man nicht. weiß ich aber, ob ich 50 auf ihn machen kann, aber wenn er. Ah, allen Gegnern 5 Block hinzufügt. Weiß ich, ob ich ihn. Krieg ich ihn gekillt? Oder gegrillt? Meistens heilt man doch eher seinen Ich habe halt hier Mitstreiter. nichts. Nö, Ich ausgerüstet. versuch's mal, ich glaube nicht, dass ich ihn tot kriege. Ich müsste jetzt genug. Er kriegt jetzt nochmal Brand, aber er hat nicht genug Brand, um da zu. Halt! Du hast noch ein Mini-Dolch. Baby-Dolch. Ja, aber er hat nicht genug Brandeffekt, schade. Ist ja auch okay. Wir sehen wen er heilt. Ah, er heilt auch den Gegner? Ja, Er hat also beide 19 geheilt. eng Ja. aufgeteilt vielleicht. So, er hat jetzt aber auch 5 Rüssi. Das müssen wir ja mal rechnen. So, jetzt kriegt er 9 Brand. Das heißt, ich muss ihn noch einmal schlagen. Jetzt stirbt er am Brand. Ja. Was macht der Totenkopf da? Fluch? Warte. Wird dich verfluchen. Translation not Okay. Ja, found. das ist im Early Access. Come on, das passiert ständig. Das ist der Das finde ich Translation-Bug. sogar in AAA-Spielen immer mal wieder. Ah, 3 Gift fügt es ins. Also konstanter Giftschaden wahrscheinlich. Okay, dann burn ich dir hier so ein bisschen mal eine rein. Und ich habe ja noch Block aktiv. Was ist das? Fluch! Also, Fluch überspringen, nehmen 7 Schaden. Ja. Wir können uns ja heilen. Wir können uns heilen, wenn wir direkt jemanden töten mit Ja, irgendwas, machen wir ne? jetzt bei dem. Wir müssen den jetzt einfach direkt killen. Ja. Aber der hat eh noch so viel. Ich krieg den jetzt noch nicht down. Weil er wird sich jetzt auch selber heilen. Kann ich ihn in meinem nächsten Zug aber dann richten. Musst du auch. Welches. Mit welchem war das? Ah ja, beide Ja. machen das. Okay. Ah, ich bin vergessen, genau, es ist immer nur für den Turn. Okay, ja, so.
uns okay. Neues Level, wir können anbauen. Oh shit, wir hatten. Was können wir. Warte mal, jetzt ganz kurz. Genau, jetzt kann man nämlich noch kurz gucken, bevor ich das Level. Ja, hatten wir irgendwas, was wir. Kann ich hier noch kurz reingucken? Gab's was, was wir benutzen wollten? Es gab diese Windmühle, ne? Wollen wir nicht wissen. Die wollten wir mal ausprobieren. Ja, jeder Zug fügt 1 Energie hinzu. Das wird ja nicht schlecht sein, ne? Nee. Da hatten wir aber keinen Platz. Das heißt, die braucht 2 Platz. Einfach. Ja, und wir müssen gucken, dass wir vielleicht den Helm anders arrangen können. Ja. Genau, erst mal gucken wir einmal erst. Also, war nicht auch irgendwas mit dem Schild? Ach, guck mal, wenn wir. Darf ich kurz gucken? Ja. Da die sich jetzt nicht gegenseitig bedingen, ne? Ja, der eine ist gerade aufgehoben, der Eisenhelm. Genau, wenn wir den aber unter den packen, ist der nicht links daneben, oder? Ja. Dann ist er halt nicht neben dem. Und der Schild muss. Guck mal hier, das Schild hatte. Ja, warte, aber auch die Schuhe, wollte ich gucken. Genau, die Schuhe kriegen hiervon was. Die haben hier eine Synergie zwischeneinander. Und angrenzende Waffenschaden plus 1 gibt es auch noch. Also genau, das Ding ist absolut zentral. Genau, wir hatten ja einen Grund, warum der Helm da in der Mitte jetzt ist gerade. Genau. Ich wollte rausfinden, warum der Helm in der Mitte ist. Weil das sonst nicht anders gepasst hätte, glaube ich. Und wir wussten das nicht, dass der, wir hatten dieses rechts, wird deaktiviert, nicht. Erhalten eine Rüstung, achso, deswegen auch, weil dann ja, also sich der mehr soll bedingt. Hier anecken. Ja. Genau, und der Schild hat aber auch angrenzende und diagonale Rüstungen erhalten plus ein Block. So, angrenzende und diagonale, das heißt theoretisch, der hat ja 2 Felder hier, ne? Das kann nämlich sich bewegen, das sind 1, 2, ja. Angrenzend und diagonal, wenn das jetzt hier wäre, ne? Also jetzt hier noch ein Feld hätte, dann hätte das, das und das Teil Bonus vom Schild. Ja, aber angrenzend oder diagonal, diagonal ist nur ein Feld, das geht nicht bis da ganz hinten durch, naja, glaube ich. Sowohl als auch, naja, das, das und das, wenn ich ihn hier hinstelle. Achso, ja klar, wenn du ihn da hinstellst. Genau, deshalb müsste ich hier einen anbauen. Ja, aber die dann, Tasche ist ja egal, der kann überall sein. Aber das Schild braucht 2, oder? Ist der 2 dick? Genau, nee, 1 dick, oh geil. Ja. 1 dick, deshalb hier einen unten dran bauen. Aber dann haben wir den Helm, der muss trotzdem auch da weg. Den Helm könnte ich... Mit den Schuhen tauschen? Ne, aber dann profitiert der Helm nicht mehr von der Brustplatte, weil die nicht diagonal geht, glaube ich, oder? Doch, angrenzend und diagonal erhält 2 plus, aber er gibt selber... Also man könnte eventuell... Also ja, man könnte, dann würde die Schuhe noch von dem Helm profitieren und das und mit dem, ja, also hier eins hin. Außerdem sind die Schuhe auch deaktiviert eigentlich, sieht man das als Dings, weil da ein X ist. Ja, das wird nicht so gut angezählt. X deaktiviert, oder? Ja, aber das sagt einem das ja hier auch nicht. X deaktiviert. Nee, das der heißt nur, dass es ein deaktiviert, es ist das Symbol für deaktivieren, aber nicht, dass es deaktiviert ist. Weil die Sache hier ist ja auch nicht deaktiviert. Sondern du kannst gar nichts, es wird nicht markiert, ob es jetzt deaktiviert ist oder nicht, sondern du kannst es nur sehen, in dem Fall zum Beispiel, dass sich das hier wirkt sich jetzt negativ auf das hier aus. Also ich würde den Schild auf jeden Fall hier hinballern. So, und dann haben wir aber noch Platz. Wir machen das jetzt mal so. Also, das Schild kommt hier hin, dann kommt der irgendwo anders hin. Dann hatten wir noch diese Ringe, die wir irgendwo hinballern könnten und... Wir wollten die Windmühle mitnehmen, dann bräuchten wir 2 übereinander. Und die Windmühle, gut, ja. Ja, die könnte ja dann hier hin, wo das Schild gerade ist. Jetzt überlege ich noch, ob... Ich meine, wenn du hier einen anbaust, dann steigt das auf, das wäre dumm. Das ist doch das fliegende Item. Ja, nee, da will ich auch nichts machen. Ich kann jetzt so random, glaube ich, Platz schaffen, weil ich nicht genau weiß, was sonst... Also. Aber es ist ja immer gut. Schild kommt hier hin. Ich würde hier dann noch vielleicht eins hinbauen, weil es immer geil, wenn so man... So ein Dreier, ja, aus. Wenn man 2 Platz hat, weißt du, für und das nächste Mal. Ich mach hier noch einen, falls wir irgendeine Synergie für die Axt bauen können. Bin jetzt leider nicht ganz so mehr drin, weil wir eine kleine Pause hatten. Aber das finde ich schon mal gut. Da erstmal bauen wir um, würde ich sagen, bevor wir was nehmen. So, der hat jetzt ordentliche Wirkung. Dann genau, der Helm muss woanders hin. Die Windmühle hier hin. Genau, die tauschen wir. Jetzt müsste das funktionieren, das funktioniert. Das gucken wir uns jetzt gleich in Ruhe mal an. Dann genau, jetzt gucken wir erstmal, hier haben wir noch ein paar Ringe drin, die wir einfach reinballern können. So. Magie, okay, das ist ein Konsum-Item.
Leider, ach, wir haben keinen Mana mit. Ach, wir brauchen Mana, gar keine Mana-Items aktuell. Haben wir hier Glück. Glücksring, okay. Machete. Ah ja, das hatten wir schon mal. Das ist eine Nuller. Die kann man immer umsonst ziehen. Ah ja, und macht Schaden auf alle. Ja. Die brauchen aber drei. Ja, das haben wir keinen Platz. Drei habe ich gerade gar nicht im Angebot. Das ist nochmal die gleiche. Was macht die daneben? Spielzeugmachete. Die ist kleiner, die hat nur zwei Platz. Zweimal benutzen. Kostet. Fügt allen Gegnern Schaden zu, fügt die aber einen Wut hinzu. Was ist Wut? Wut nochmal. Wut ist wahrscheinlich irgendeine Art von Verwundbarkeit, glaube ich. Ist auf jeden Fall negativ. Kann man viermal benutzen. Entfernt Statuseffekt, das ist ja nicht schlecht. Ja, und was ein Shuriken ist noch links, oder? Ja. Versuch drei Schaden. Benutzt. Ach, erzeugt selber einen Shuriken. Also ich würde ihmchen nehmen, weil kann man so benutzen und hier würde ich einfach einen Ring reinballern, glaube ich. Weil wir ein paar Sachen. Ja. So, und jetzt können wir nämlich. Können wir jetzt entweder sagen, wir nehmen. Du hättest sogar noch was mitnehmen können zum Verkaufen. Max TP, stimmt, ich jetzt hier reinpacken können. Stacheln oder Max TP? TP war bisher kein Problem, aber. Nämlich Stacheln, wenn sie uns attackieren, kriegen sie Damage. Was haben wir hier noch? Ah, musst du es neben dann. Nö, der kann. Aber ich ist der einzige Platz, den ich gerade noch habe. Hm? Du hast irgendwie beides in deinen Instrument. Nee, der eine ist nicht da drin, sondern hängt nur da drin. Ich mach das nicht. Na, dann ist es buggy. Oh! Oh, das laggt gerade ganz. Der will also unbedingt den. Mach mal den Beutel zu, bitte. Kann ich machen. What the fuck? What? Oh, er ist da drüber gelapscht. Okay, wir müssen es. Ganz in Ruhe gerade mal. Hä? Da stimmt doch was nicht. Das Feld ist eigentlich hier. Hä? What the fuck just happened? Das fliegende Ding ist doch eigentlich eins daneben gewesen. Der ist hier gewesen. Ja. Hä? Ist der blöd? Das ist bestimmt gerade ein Anzeigebug, glaube ich. Ja. Ja, siehst du? Ach, da war ein Feld. Ja. Hä? Aber warum ist da jetzt ein Feld? Ja, aber es war ja auch vorher, weil es vorher da war. Joshua, es war ein Bug. Nee, aber das Ding war nie da oben. Doch. Das okay. Ding war da oben. War das dann? Aber der wirkt jetzt halt der Saphir nicht mehr auf die Waffe. Hä? Aber der war schon vorher da oben. Nee, never ever. Und es hat wirklich das die ganze Zeit nicht auch darauf gewirkt? Ja, weil das. Warte, hatten wir nicht die Axt 1 tiefer? Ich glaube, dieses Feld hatten wir nicht. Ja, aber das habe ich ja jetzt. Ich muss jetzt mit dem arbeiten, was ich habe. Kannst du das aber reintun, bitte? Warum kann ich den denn nicht? Ich glaube, das Item ist verpackt. Ja. What the fuck? Lass mich in Ruhe spielen. Ignoriere einfach den Scheißring. Der Scheißring bleibt hier. Stell weiter. Schildkröte. Aber wir kämpfen uns ja einmal hier hoch. Alter Schwede. Oh. Okay, wir haben ordentlich was. Wir müssen auch. Jetzt mal ein bisschen heilen unterwegs jetzt. Jetzt haben wir hier einen Spot, egal. So, jetzt mal gucken, was die Windmühle macht. Lies mal nochmal. Alter Schwede. 50-50 und er gibt 40 oben drauf. Mhm. Okay, ich kann den aber einfach weg. Ja, wir machen erstmal weniger Damage. Genau, erstmal den kill ich weg und geb mir und heile mich aber dabei. Warte mal, wie viel macht der nochmal? Jeder Zug fügt eine Energie hinzu, jeder Kampf entfernt zwei Energie. Genau, also ist auch nichts, was ich benutzen kann, das passiert passiv. Das ist für Statuseffekte, alles klar. Mal sehen, ob man jetzt. Ich würde den gern killen, aber müsste ich ihn dreimal für angreifen. Weil ich. Also ich kann ihn entweder. Nein, kill ich ihn jetzt. Warte mal, er kriegt. Vier. Kannst du ihn mit dem kleinen Dolch? Er kriegt Block, wenn ich ihn. Ah ja, das macht irgendjemand als Fähigkeit. Ah, da. Warte mal, still. Wenn Schaden genommen wird, fügt allen Gegnern drei Block hinzu. Upsi. Okay. Nicht nochmal auf ihn. Wieso hast du das gemacht? Der wäre doch eh gestorben. Weil ich nicht weiß, ob der Brand auf. Durch. Geht Brand durch Schild durch? Ja, er brennt vor allen Dingen zuerst, bevor er sich schildet, glaube ich. Okay, dann ist jetzt tot. Wie viel. Aber was für ein Item ist links aufgeploppt? Guck mal. Aber jetzt guck mal, jetzt haben wir plus Energie.
Schleifstein. Wenn genutzt Waffen in dieser Reihe oder Spalte. Oh, das ist geil, das will ich haben. Erhalten 3 Schaden in diesem Kampf. In diesem Kampf. Wenn du den wieder eins runtersetzt, dann hast du 2 Waffen in einer Zeile. Also nehme ich den für 3 Energie. Finde ich gut. Also. Jetzt geht's erstmal nur. Ja. In dieser Reihe oder Spalte. Das geht hoch oder so. Also wenn ich jetzt das Ding hier zum Beispiel, den Flammen. Aber warte, würde nicht sich sogar so schon gehen? Ja, du musst den da neu hinpacken. Weil der geht ja durch, ne? Ja, genau. Und was macht die Rose? Die ist egal, also die gibt einfach nur Dornen. Na dann, fertig. Wenn genutzt. Zeigt okay, aber auch. Okay, ich muss ihn nutzen. Aber dann in dem ganzen Kampf. Ne? Also nicht im nächsten Zug, sondern im Kampf. Das heißt, ich benutze die am Anfang mal des Fights. Schleife sie. Ne? Mhm. Das ist quasi einmal Single Use. Das lohnt sich jetzt, glaube ich, immer noch. Ja. Single Use. Und dann. So, jetzt ganz kurz mal gucken. Jetzt nämlich nicht. Okay, du kommst. Die machen nichts. Okay, fügt dem Gegner 50 Block in jeder Kampf. Okay. Okay, aber die kann ich jetzt einfach dreschen. Uiuiui. Oh, der hat uns gut Damage gemacht, ey. Oh Gott, so low waren wir noch nie. Okay, den würde ich jetzt gerne killen, um meine. Was ist unser Trank nochmal? Statuseffekte entfernen, kein Heal. Was haben wir für einen Statuseffekt unter uns? Dornen. Oder Stacheln. Ah, das ist ja easy. Das heißt, wenn die uns da killen, kriegen sie jetzt Schaden. Aber jetzt müssen, den müssen wir wegkillen. Wenn man das. So, ne, warte mal, was sorgt nochmal? Das sorgt dafür. So, das ist die Kiefer. Oh, das müssen wir noch tauschen eigentlich. Ach nee, dann würde die. Okay, das ist immer die Killwaffe, das ist wichtig. Na, nur die Waffe gibt quasi den Heal. Heal, ja. Jetzt gebe ich dir. Der Brand bringt wahrscheinlich auch nichts mehr auf dich, ne? Aber ich hab ja Schild. Reicht nicht gern. Ah, du hast noch den Dolch, ja. Ah, doch, reicht. Okay, ich glaube, wir sind drin. Würfel deine Kampfbelohnung neu aus. Ein Kampfring kann in jedem Zug einmal benutzt werden. Leitfähig, Mana. Wenn genutzt, angriffene Waffe erhalten in diesem Kampf plus einen Schaden. Alles brauchst Mana, ja genau. Das ist der Shuriken. Genau, das ist nur so ein Trank. Das ist der, den wir hier auch haben. Das ist das Emoji. Oh, legendär! Okay. Es ist ein Herkules-Schild, fügt 2 Block hinzu. Aber warum sieht das Herkules-Schild aus wie der Pringles-Mann? Tja, angrenzende Schilde werden verwendet. Was? Verwendet. Aber wenn ich es nutze, werden angrenzende Schilder automatisch verwendet? Ja, exakt. Das ist was ist, aber das Ding hat kein. Also wenn genutzt, 7 Block. Also wenn ich das Ding benutze, kriege ich 2 Block genau. Und ich kriege aber auch das quasi vom Ritterschild. Ja. Also es ist nicht schlecht, aber das können wir erstmal nur in. Das hat auch, braucht auch 2, aber mit unserer anderen Waffe, mit unserer Windmühle, kriegen wir ja auch 5. Dann benutze ich das. Würde ich erstmal in die Tasche packen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist was man ganz gut. Oder brauchst du wahrscheinlich ein zweites Schild, damit sie es richtig lohnt. Zahnhaltskette. Wenn eine Waffe einen Gegner tötet, füge dir 6 Wut hinzu. Wut ist was Positives. Ja. Tut weh. Füge dir selbst einen Schaden hinzu. Jeden Zug. Ah ja. Aber 6 Wut. Was macht Wut? Kann man rüberhabern? Nee, ne. Nee, nur wenn es hier unten ist, so richtig. Also wir nehmen mal. Ja, wir können ja das mitnehmen, können wir es ja. Mini-Rucksack aufmachen. Können wir da. Yes. Boah, macht das schon wieder. Was ist hier echt buggy? Du meinst, der Mini-Rucksack ist buggy? Ich kann Sachen nicht direkt in den Rucksack packen. Ich müsste, warte mal. Scheiße ich halt auf die Dorne. Geht das? So geht's. Geht es jetzt? Kann ich hier Trick 17 machen? Jetzt habe ich es wirklich im Inventar und jetzt ist es wieder zu tun. Dann kann ich nur das mitnehmen. Kann scheinbar. Ist ein bisschen seltsam, aber ist auf jeden Fall. Ich glaube, es ist buggy einfach. Kann ich jetzt? Weil jetzt ist das Ding. Also, wenn ich jetzt weiterlaufe. Dann ist es weg. Kannst du es nicht auf den Rucksack schieben? Nee, es fällt irgendwie durch. Er macht es aber nicht mehr, seitdem wir es verschoben haben. Na, am Anfang ging's. Er macht es nicht mehr, seitdem er ein Update gemacht hat. Ja. Also seit der letzten Session. Genau, und wir den Rucksack, am Anfang ging es doch am Anfang dieser Folge, meine ich.
Auch. Und dann haben wir den Beutel verschoben auf einen anderen Spot und jetzt ist er verwirrt. Okay, was... Ich hab das übrigens immer noch nicht verstanden. Jetzt müssen wir gleich mal ganz genau beobachten, was da passiert. Ah, da ist ein Schlüssel. Erstmal das Zeug verkaufen. Ah, ja, so geile Sachen. Ja, wenn ich könnte. Dann warte, erstmal Giftschwert, guck erstmal. Ja, verkaufe. Jetzt hast du gesagt, verkauf den Scheiß, jetzt verkaufe ich den Scheiß Stein. Ah, das geht noch, okay. Okay, okay. Vorne rechts nach links. Giftschwert, legendär. Verursacht Schaden in Höhe von 100% deines aktuellen Giftes. Ah, okay, das ist eine Giftsynergiewaffe. Ja. Was? A, steht da, heilet dich selbst. A, Arzt. Okay, ich dachte, das wäre ein Abkürzer, aber dann Punkte, der steht, was Arzt. Okay. Schutzband. Wenn Schaden genommen wird, fügt dir 2 Eile hinzu. Nein, dann bist du schneller wieder dran wahrscheinlich. Ich bin nur immer... Ich weiß nicht mehr genau, was Eile wirklich war. Da, die Machete hatten wir schon mal, die haben wir, finde ich, sogar gefunden. Reinigende Bombe. Das... Na, ist auch in Ordnung. Dunkler Zauberstab, ist der dunkle Zauberstab? Er sieht original aus wie ein Schraubendreher. Ja, habe ich auch gedacht am Anfang. Danke. Das macht er denn? Aber er hat einen Schlüssel und Schlüssel sind immer geil. Das Problem ist, dass... Ach, da hinten. Ah, ja, es gibt noch ein Rapier. Ich liebe Rapiere, es ist so eine wunderschöne... Okay, verursacht 8 Schaden. 2 Kosten, wenn ein angegriffen, dieses Item erhält plus 7 Schaden, bis es verwendet wird. Oh, das heißt, immer wenn wir angegriffen werden, wird es stärker, stärker, stärker. Aber bis es dann einmal verwendet worden ist. Ja. Ist es 3 oder ist es 3? Hier haben wir jetzt gerade diese Schleifstein. Okay, der Schleifstein könnte theoretisch auch hier sein. Aber ist es besser, was ist ein... Also die Flammenaxt gibt halt richtig viel Brand. Das ist natürlich auf Gegner mit viel... Ja, ich will mal gucken, was das nochmal gibt. Das ist unsere Waffe, das ist die Standardwaffe quasi. Ach, die haben wir aufgewertet, ne? Die haben wir einmal aufgewertet. Man könnte natürlich sagen, man attackiert immer mit der schweren Klinge. Lässt den Rapier so ein bisschen in der Hinterhand und dann kannst du einmal richtig krass Damage damit machen. Das stimmt, wir könnten... Ja, wenn der kleine Rucksack gehen würde, würden wir den einfach mitnehmen, aber... Dann könnte man... Ne, der will es immer. Ne. Rucksack sagt nein. Also ich müsste die Flammenaxt wegwerfen, könnte den Schleifstein runterpacken und dafür dann den hier reinsetzen. Dann könnte man sogar den Dolch hier reinsetzen. Der profitiert dann auch vom Saphir. Ah ne, der profitiert ja auch auf der Seite. Aber das auch im Sinne der Abwechslung. Okay, dann müssen wir aber das hier auch wegschmeißen. Dann haben wir halt aber nicht diese krassen, ich finde Flammen waren immer geil, aber das ist unser anderes Schwert macht ja auch Flammen. Ich finde den Rapier einfach sexy. Ja, dann mach. Das kann ich mir jetzt nicht mehr verkaufen, das war vielleicht unklug. Ja, jetzt ist es gekauft. Jetzt überlege ich gerade da. Ja, da. Ich krieg den, ob ich den Dolch irgendwie, nee, kriege ich da nicht von profitiert mehr. Ne? Dann muss der weg. Da kaufen wir noch den Schlüssel. Ah, oh, jetzt haben wir kein Gold mehr. Ja, es wäre klüger gewesen, wahrscheinlich Waffe zu verkaufen. Jetzt können wir zum, ja. Jetzt haben wir aber keine Kohle mehr. Jetzt können wir noch ein Gift für. Ne, wir haben gar keine Kohle dafür. Ja, Gift wäre geil offen, ne? Aber ja. Dann geht es hier in. Ah, da. Oh, eine Kiste voller Wertsachen. Oh, it's a crap! It's a crap trap! Da können wir uns noch mit heilen, wenn es jetzt richtig gemacht wird. Ach, oh, der hat 59, alles klar. Block auf jeden Fall, ey. Wir wollen nicht noch mehr Schaden kriegen. Ah, jetzt wollten wir mal beobachten, was die Windmühle macht. So, 2 haben wir bekommen. Ich habe 2 bekommen. Jeder Zug ein plus 1 Energie. Aber ich habe jetzt meinen Zug beendet, aber warum ich. Ah, nee, haben wir 4 Energie normalerweise gehabt? Ja, ne? Ja. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich glaube, wir haben. Ja, weil wir aufgewertet haben. Wir haben abgelevelt das Item. Und haben dafür eine Energie zu. Also dieses eine Item, was wir beim Schmied aufgewertet haben, hat uns doch eine Energie dazu gebracht. Da. Irgendwo. Oder das Schild. Irgendwas gibt uns plus 1 Energie. Du hast ja da. Da. Die Brustplatte haben wir aufgewertet, ja. Echt? Das war das, ja, das kann sein. Okay, dann. Aber warten, verlieren wir jetzt jeder Kampf.
definiere Kampf, das verstehe ich noch nicht. Das gibt er sich selber. Das heißt, ich gebe ihm einfach richtig auf die Fresse. Ah, ich kill ihn. Die Macheten. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil wir können nichts mitnehmen. Mein erster Zauberstab. Was ist das? Eine Süßigkeit. Glück hinzu und Halt. Das will man eigentlich, sowas will man eigentlich mitnehmen und dann einfach fressen. Kostet auch nichts. Kann man den sofort fressen? Also wird zerstört. Nee, kann man nicht. Kann er nicht sofort fressen. Also so ein Single-Use-Item aber. Ja. Aber ich dachte, wir nehmen ihn einfach mit, essen ihn und nehmen einen anderen Gegenstand mit, aber es geht nicht. Aber die Kiste haben wir jetzt auch direkt aufgemacht damit, ne? Hier steht Krön nur... nicht zu spaßen, okay? Ah, lustig, Feige wird fliehen, wenn nur noch feige Gegner übrig sind. Das heißt, der haut ab, wenn ich ihn als letztes killen würde. Ich würde, also der heilt 50 Damage überhaupt hin, nee, ne? Nee, aber guck mal, jetzt... Achso, nee, ich krieg die... Ah ja, plus krieg ich nicht am Anfang. Sondern krieg ich jetzt erst, ne? Nach dem Zug. Ah, nee, das... So von... Nee, wir haben jeder Zug fügt 3 Block hinzu, fügt 1 Energie hinzu. Deswegen krieg ich 1. Aber eigentlich hatten wir... ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten wirklich in der letzten Folge immer 4, seitdem wir das Item hatten. Das ist jetzt abgezogen, weil wir kämpfen. Wahrscheinlich durch Windmühle oder so. Nee, ich glaube, ich krieg plus 1 jetzt hier gleich, wenn ich den Zug beende und dann auch plus 1 durch die Windmühle. Ich verstehe nur nicht, warum ich 2 Energie verliere. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das versteht. Klopp ich dich erstmal platt, würde ich sagen. Boom. Weil ich will ja auch die XP von dem haben. Ja. Ah, du hast den Schlafstein nicht voll benutzt. Oh, das war du. Das war gar nicht so klug von mir, ne? Jetzt können wir schleifen. Ich schleife noch einmal. Weil das ist ja das Unendliche. Ich mache die jetzt schon. Verursacht 26. Ich will den hier gleich one-hitten damit. Schon geil, dieses Item. Ich hab genug. Fast. Jetzt gleich rapieren wir ihn nämlich. Er hat uns ja nicht angegriffen. Das ist nur, wenn man, also, wenn man angegriffen wird. Rapier ihn trotzdem. Und heil mich. Dass dieser Heil-Gedingsi ist gut für uns, finde ich. Finde ich auch. Fisch. Direkt, aber Insta. Crowd, Mana-Netzwerk, Nexus Betraying. Kann man danach werfen. Den Regen brauchen wir eh nicht, weil wir haben keine Mana. Das Gift anstatt. Was haben wir? Ah, es ist 2. Ich dachte, das wäre so ein Einer, den ich irgendwo rein. Nee, dafür ist das Item zu groß von der Größe. Ja. Also auch schon optisch, meine ich. Ja. Uiuiuiui. Einmal weiter. Kiste voller Wertsachen. Ein Händler. Den kann ich direkt. Achso, ah, das ist so einer wieder. Wenn er Schaden nimmt, fügt er allen Block hinzu. Ich glaube, ich versuche den Heiler erstmal zu killen. Erst schleifen vielleicht? Wobei, das Ding ist, der nimmt ja auch Schaden an unseren Dornen. Ja. Erstmal schleifen, das ist sehr gut. Dann kann ich ihn natürlich trotzdem versuchen zu... Ja, jetzt habe ich noch 2, ne? Damit kriege ich ihn nämlich auch nicht tot. Therapie lohnt sich. 8, 16 machen wir plus 4 Brand, oder? Ja, aber er heilt sich ja quasi auch durch den Block, den er jetzt nicht kriegt. Er macht trotzdem wahrscheinlich Sinn, ihn runterzuschlagen. Ja, wobei, jetzt wenn jetzt... Stirbt er. Nein, er wäre doch schon vorher gestorben. Durch den Brand. Ja, du hast recht. Ich habe gerade gesagt, jetzt stirbt er. Du hörst mir nicht zu. Weil ich das nicht so gut kann. Also, dir zuhören. Zuhören allgemein? Ja. Ja. Das Item ist ja noch ein bisschen useless, ne? Aber es ist einfach zu teuer, 2 Energie dafür aufzuwenden. Ja, weil wir noch zu wenig haben. Deswegen wollte ich sie ja eigentlich erstmal in den Rucksack mitnehmen. Ja. Wir werden gleich die Folge beenden. Außerdem sind sie nicht nebeneinander. Noch wirkt es auch überhaupt nicht. Der kriegt 8. Okay, ist gut. Ne, diagonal doch auch, oder? Ah, angrenzend, sorry. Das heißt, man müsste es hier hinsetzen. Halt, du hast noch einen! Oh. Ah! Jenny haut mir auf die Schulter. Zu Recht, muss man an der Stelle sagen. Ah, falsche Reihenfolge, ich hätte den hier nehmen sollen. Soll ich dich nochmal hauen? Nein, das hat weh.
Zauberstab, Armbrust. Nein. Leben. Großer Herzring. Ja, das plus ist gut. 10. Das wollen wir. Ach so, aber jetzt müsste ich Platz schaffen. Ich hab diesen Kackschlüssel. Wir haben echt keinen Platz für den Helm. Ich will. Das ist doch ein Schlüssel. Kleiner Schlüssel. Was ist ein Schlüssel? Auch ein kleiner Schlüssel. Aber ich will das im Rucksack packen. Wieso geht das nicht? Weil das Edelsteinwerz wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir alles nicht aufgeben. Ja, sonst. Aber im Ernst, wir haben eh keinen Platz, um was mitzunehmen. Also dann würde ich fast schon. Den Rucksack wegschmeißen. Aber ich würde eher wahrscheinlich gleich mal resetten in der Pause. Ja. Nee, ich würde eher den Schlüssel wegschmeißen und den Ring mitnehmen. Okay. Weil wir haben keinen Platz, neue Items mitzunehmen. Ja, so gut war der Schlüssel bisher auch nicht, ne? Naja, doch. Wir haben, dank einem Schlüssel haben wir immerhin in die Swarms gekonnt. Stimmt. Ja, Instant Regret. Ah, toll. Da geht's nämlich zum Sumpfi. Aber wir sind ja schon im Sumpf. Da kriegst du Verräter. Schnuppern wir auch nochmal kurz rein. Klick mich, klick mich. Oh, das ist Zeug mal sonst wo landet. Ja, nein, brauchen wir alles nein, nicht. Nein, nein. 2 und 4 können wir nicht mitnehmen. Verkaufszeug beim Händler. Und was ist denn das hier für ein Steckchen? Eine grüne Snacker. Oh, ich würde übrigens noch eine Einpackgeschichte mal erzählt haben. Du bekommst 3, okay. Mhm. Mich vorhin daran erinnert, als ich vor Jahren mal Weihnachtsgeschenke eingepackt habe. Da erinnert man sich dran? Da erinnert man sich dran, ja. Zack, zack. Zack. Und zwar, jetzt habe ich mich nicht geheilt, weil ich gut bin. Weil ich zusammen mit Jenny Weihnachtsgeschenke eingepackt. Es gibt immer fast schon die Tradition, dass wir hier bei mir im Zimmer auf dem Boden dann rumkrabbeln und gemeinsam Geschenke einpacken. Und dann hat Jenny mir irgendwann beigebracht, wie man so eine, so ein Deko-Element, so eine Art Blume mit Geschenkpapier falten kann. Ja. Und als ich dann bei meinen Eltern war und meine Mutter das Geschenk ausgepackt hatte, wirklich dieser Kommentar war: Das hast nicht du eingepackt, oder? Hätte ich hier, hallo? Frohe Weihnachten, Mutter! Jenny hat mir das vielleicht beigebracht. Danke! Deine Mutter ist einfach genauso wie meine. Schlimm! Meint deine Mutter ist Bielefelderin, oder? Ja. Aber die ist vom Charakter in solchen Sachen so richtig Berliner. Ja. Die wohnt ja auch schon seit quasi ich immer in Berlin. Nix, ey. Richtig, meine Mutter ist auch richtig Berlinerin, ganz schlimm. Weil ich hab echt drüber nachgedacht, was für Einpackgeschichten kann ich erzählen? Das ist eine meiner fatalsten. Oh Mann. Was ist das denn da unten? Eine Bombe? Kandierter Apfel. Okay. Wie stehst du zu kandierten Äpfeln? Also so ganz grundsätzlich? Oh, ich habe erst einmal einen gegessen, weil diese Zuckerschicht zu durchbeißen macht Spaß, aber es ist so viel zu süß. Es ist lustig nämlich, dass du das sagst. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nicht einen kandierten Apfel gegessen. Das musst du mal machen, weil die müssen ja richtig sauer sein, dann ist es eigentlich ganz geil, die Mischung. So süß-sauer, ne? So. Was können wir verkaufen? Oh ja, ein Zauberbuch des Kriegers. Kostet? Also ist aber auch Mana-Gedings. Wenn genutzt, fügt dem Verbündeten Mana-Netzwerk hinzu und Mana hinzu und angrenzende und diagonale Waffen erhalten in diesem Kampf 2 Schaden. Okay. Kannst du jetzt einen Handschuh ist schwer, das heißt, es kann nur unten sein. Und den Handschuh hinwerfen. Für jedes Feld links erhält es einen Block. Wie für jedes Feld links? Für jedes weitere Feld? Ja, wenn du musst halt den Handschuh ganz unten rechts parken. Und dann würde es quasi 4... Ja. Das ist ein geiles Item. Das ist, genau, das ist nämlich, das ist so ein bisschen die Kontra-Geschichte, ne? Das darf nicht rechts sein, das hier will rechts sein. Knüppel. Knüppel, Knüppel. Aber macht das Sinn, unseren Lebensring jetzt wegzuwerfen, um hier erhält? Nee, da müssen wir entweder den... Plus ein Block für jedes Feld links. Können wir uns das überhaupt leisten? Achso, kostet Kohle. Doch, 10 nur. Im Angebot also, ist es. Also, können wir was verkaufen, ne? Haben wir denn noch was im Rucksack, was man verkaufen kann? Ist nicht dein Ernst. Also, aber macht das Sinn? Ich glaube, ich habe lieber Leben als den... Ja, ich habe auch nie behauptet, dass den Ring wegwerfen. Ich habe nur gesagt, vielleicht müssen wir den Rucksack verkaufen oder also dieses Smiley-Ding, was wir nicht benutzen. Aber Smiley-Ding ist auch geil, oder? Smiley-Ding ist geil, wenn wir hier mehr Platz haben und ein Schild. Ja, das würde ich... Dann lassen wir es erstmal. Bis bald. Klick mich. 2 von 3 im verzauberten Sumpf. Was sich da zutragen wird.
Erfahren wir in der nächsten Folge von Einpark Hero. Tschüss. Tschüss.